arbeiten, wir organisieren aber dahinter auch unsere Landwirtschaft. Bereit. Das Gebiet soll erschlossen werden. Und das ist auch nicht so einfach. Denn es handelt sich nicht darum, dass gesät wird und dass geerntet wird, sondern es handelt sich darum, dass auch hier wieder der Nutzen in Erscheinung tritt. Das heißt, dass diese Produkte zur Bahn gebracht werden, in der endlosen Spalte, dass sie dort verladen werden können. Dass wir Teil dieser Wirtschaft umstellen, dass Tausende von Traktoren, die beschädigt und beseitigt sind, ersetzt oder verbessert werden oder dass ein anderes Ersatzmittel dafür kommt. Und ich sage nur sagen, was hier geleistet wurde, ist gerade so ungeheuerlich. Während vorne die Front kämpft, da kämpfen die gleichen Soldaten wenige Kilometer hinter der Kampfstrom bereits auch mit der Sichel und mit der Sense. Da bebauen sie auch bereits wieder die Bälle und hinter ihnen, das sind Arbeitseinsatzstäbe unserer landwirtschaftlichen Organisationen. Die Feind! Ja, schon zu Hause. Ich dachte, dass du heute Abend weg bist. Heute eigentlich, aber ich bin einfach vorbeigekommen. Ja, auch nicht, ja. Nein, Heinrich, niemand ist vorbeigekommen. Ist da alles in Ordnung? Komm her, Gisela. Ja, Liebste? Du findest mich sicherlich sehr fordernd. Sag ruhig, was du denkst. Ja, ich finde dich fordernd. Warum findest du, dass ich so ein fordernder Mann bin? Dass ich so genau nehme? Komm, sprich. Weil es deine Pflicht ist? Sehr gut. Sehr gut, Gisela. Und wenn ich eines Tages nicht meiner Pflicht nachkommen würde, glaubst du, dass ich dann sagen würde, es tut mir leid. Es tut mir so leid, mein Führer. Und alles wäre dann in bester Ordnung. Glaubst du eigentlich, dass der Führer sich nur erlauben kann, seine Pflicht nach dem Geringsten zu versäumen? Sprich doch das Stück Scheiße! Es tut mir leid! Hat ihr überhaupt verstanden, was ich gerade gesagt habe? Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Der Herr ist heiß, Heinrich! Bitte nicht! Hol mir einen Drink. Aber Liebste, du hast heute Abend schon getrunken. Mach so auf, was ich dir sag!
Oh, dein Bestes. Das ist doch so dein Bestes. Lass uns weggehen. Da, wo du bin, wir nicht schon groß gegangen. Was, das ist uns gut. Heinrich? Je m'appelle Esther. Une juive. Tu as besoin d'un pansement. Non. Dans la case là-bas, tu trouveras quelque chose de plus approprié. Thank you.
guerre. Il ne me détestait pas toujours. Il me vraiment dit mille fois. Mais maintenant, il me trouve dégoûtant. Pourquoi ? Je ne peux pas lui donner d'enfant. C'est mon devoir. Non, bouge pas. Je peux y aller. Dis-moi quoi faire. Sur le bureau de mon mari, il y a un repertoire. Appelle mon frère Offenberg, Hans Rauter. Il parle français. Dis-lui que j'ai des ennuis ici. Die kann ich Ihnen helfen. Sie müssen eine Freundin meiner Frau sein. Leider hatten wir noch nicht das gegenseitige Vergnügen. Nach was suchen Sie? Antworten Sie! Als ich nicht hier war. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I have lost my wife and children. I have many friends, and some of them. Thank you.
An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows.